sicher Folgendes, dass vor mehr als 2016 Jahren in Nazareth ein Zimmermann gelebt hat, der sich bei Elisabeth Despira auf Partnersuche begeben hat. Und Herr Josef, sind schon lange allein? Nee, was Long, Lady? Long ist ein denkbarer Begriff. Also, ich suche auf diesem Wege eine Frau, am liebsten. Und wenn es geht, soll sie auch noch den Heiland gebären. Das sind aber schon sehr hohe Ansprüche. Aber schauen wir mal, was ich tun kann, nicht wahr? Ja, das ist tatsächlich passiert, dass der Josef mit der Maria zusammengekommen ist und sie wurde auch tatsächlich schwanger, aber nicht vom Josef, sondern vom Heiligen Geist. Und erst viele Jahre später sollte der Josef dann seine Genugtuung dafür bekommen. Ja, guten Morgen, da ist euer Arne. Also bei mir war es nämlich genau umgekehrt, lieber Josef. Da habe ich die Maria beschissen. Das ist mir ganz klar. Die Maria Schreiber. Ja, aber damit wieder zurück zu Josef und seiner schwangeren Frau Maria. Der Josef musste mit Maria nach Bethlehem ziehen, weil dort Kaiser Augustus von Rom eine Volkszähle. Hallo, ich bin's, dein Volkszähler. Na, hast du dich schon angemeldet? Doch Josef und Maria bekamen nirgends eine Herberge und so erzählt uns jetzt Andi Borg, wo Jesus auf die Welt kommen musste. Ja, in einem Stadl ist unser Jesus auf die Welt gekommen, aber nicht in einem Musikantenstadl. Auch nicht, liebe Freunde, in einem Silvesterstadl, sondern in einem gewöhnlichen Stadl in Bethlehem, bitte. Und mein Gott, der Jesus war ja bei der Geburt fast größer als ich heute. Und so lag Jesus dann in Windeln gewickelt in Stroh. Maria und Josef betrachteten es froh und auch die Schafe in der Krippe freuten sich. Aber sonst hat es niemand beachtet, denn jeder glaubte, Christus der Retter würde wie ein König erscheinen. Doch dann erschienen Hirten, die nicht unweit von Bethlehem Stallwache hielten, ein blonder Engel aus Tirol. Oh, ja, Grüßing, ihr Hirtenleitl. Fürchtet euch nicht. Ich bin's, euer Hansi. Oh, es ist eine ganz bärige Sache. Ganz bärige Sache sogar passiert. Das Jesu-Kindlein ist auf die Welt gekommen. In Bethlehem drüben, in der Stadt Davids. Macht's euch auf, Manda, und geht's gratulieren. In alle Welt raus. Geschrien hat, kann man fast sagen. Ja, ich meine, wie soll ich jetzt sagen? Also, ich mag's gerade überhaupt nicht. Der Retter ist geboren. Unglaublich, die Mann, da haut's mir die Eierschalen vom Hirn an. Da tanzen die Resthadeln auf der Glatzen mit. Allein wie das Baby da liegt. Ich meine, das ist ja unpackbar. Es ist so schön, es ist so toll. Es ist der Jesus in einem Stall. La 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 la. Ja, das kann ich als DJ Ötzi abschließend nur mehr eins sagen. Der Friede. Wär's gewesen. Ich glaube, jetzt geht's ja auch jeder aus, warum wir Weihnachten feiern. Hey, Baby. Wir sind großartig.